Also ist sie ein bisschen schwieriger. Ich würde sie für neuen Steiger nicht empfehlen. Okay. Gegner fängt an. Percival Schuttenbach wird höchstwahrscheinlich sehr schnell drauf gehen. Purifying brauche ich nicht wirklich. Ich könnte mit Faith sogar ein Wasser rausholen, wenn ich es in der ersten Runde wirklich brauche. Und ich müsste die erste Runde gewinnen. Also wenn er das Artefakt-Deck spielt, müsste ich die erste Runde gewinnen. Frage ist, ob er das Artefakt-Deck spielt. Er hat noch einen weiteren Zweiblattpriester. Okay. Wir wollen die erste Runde gewinnen. Gerüsteter Drakan. Ah, ich würde einfach sagen, ich schieb mal mit dem Falken. Also, ist doch mal. Ich hoffe, dass er irgendwie keinen lebenden Hieb hat. Ja, aber dann spiele ich trotzdem mit Percival aus. Kriege ich immer noch zwei Harmonie-Ticks dazu. Wenn er jetzt einen lebenden Hieb hat, kriegt er den natürlich extrem schnell weg. Deshalb auch der Grund ist, warum ich mit dem immer ein bisschen warte gegen Skellige. Skellige hat die beste Vierer-Provisionskarte, die wegkriegt. Gigaskorpien-Gift. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Okay. Will ich einen Verteidiger in dieser Runde ausspielen oder erreicht mir einen Zwergenplänkler? Bei mir reicht sogar ein Zwergenplänkler. Wobei er hat sowieso nicht so viele Angriffsmöglichkeiten, ne? Aber Fig ist es für die nächsten Runden besser. Ich muss die erste Runde ja unbedingt gewinnen. Und ich habe nicht mehr wirklich sehr viele Synergien. Wobei, wenn er mir den wegnimmt, nimmt er mir den weg. Schneemann. Wieso vergesse ich den Schneemann immer? Kein Geschenk. Wir haben in den ersten zwei Runden haben wir direkt Geschenke bekommen, aber seitdem haben wir gar keine mehr bekommen. Ne? Aber wie gesagt, es gibt diesen Daily Reset da bei diesen Schneemännern. Fürstlicher Erlass, ein weiteres Schiff. Okay, ich glaube, ich benutze sogar erstmal eine Dryade. Auch wenn mir die keine Harmonie gibt. Weil ich wissen will, ob man einen Grey Mist zum Purifying hat. Wenn, dann lohnt es sich nämlich nicht, meine andere Karte rauszuholen. Erst sehen, okay, und einen weiteren von denen raus. Dann lohnt es sich sogar mit Call of the Forest die Trauer weiter rauszuholen. Er hat die Schiffe raus, er hat die Priester raus, er hat ein Wiederbeleben raus. Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch eine längere Runde gehen, hat er seine besten Engine-Karten, diese Schiffe und die Priester schon raus. Ich könnte aber auch, glaube ich, wenn ich lustig bin, die nächste Runde vielleicht versuchen zu finishen. Je nachdem, was er halt jetzt noch ausspielt. Okay, er belebt sogar. Okay. Aber nach. At last. Er haut mir sogar einen Zwerg vom Feld. Das ist toll. The time of the white frost and white light is nigh.
trifft eine hintere Karte. Das reicht aus. Da komme ich nicht mehr rüber, ne? Aber er hat sein Wiederbeleben halt raus. Also seine Anführerfähigkeit ist komplett weg. Das reicht locker aus. Er hat alle, fast alle seine guten Karten ausgespielt. Auch wenn wir jetzt halt nicht... Du bist okay. So ein Dryades ist okay. Murieleger als Bestie. Ich hätte aber ganz gerne eigentlich noch eine Elfenkarte. Ich habe auch noch den Schmuggler. Ich überlege sogar, ob ich... Ich glaube, ich lege eine Dryadenwaldläuferin ab. Liebkosung lege ich auch ab. Zieh die große Eiche nach. Ist nicht unbedingt, was ich eigentlich glaube. Hau rein, Vator. Okay, er will sogar noch eine etwas längere Runde spielen. So. Ich habe immer noch meine Eiche, ich habe meinen Barnabas, ich habe Murieleger. Etriel hätte ich ganz gerne noch. Trian Waldläufer, Zwerg Skirmisher. Etriel ist ganz gut. Waldläufer lege ich, glaube ich, sogar mal ab. Sapeur gefällt mir relativ gut. So, und wir fangen natürlich mit wieder einem Wasser an. Und ein Sapeur jetzt. Er kann nicht Ignin, ne? Also mache ich das mal. So, wir starten mit 10 Punkten extra, weil er keine Anführerfähigkeit mehr hat. Regen. Er spielt bestimmt zwei Händler oder so. Ich vermisse die drei Schaden. Damit Etria wenigstens ihre 7 macht. Hi, Tech Moss Beam. Stahlabkommen. We'll show you how blood spilling's done. I'm no mere huntress. I'm a predator. Vielen Dank, Artifux, für den Twitch-Follow. Da sind zwei Händler. Der Zweihänder bufft sich aber nur auf 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, den kriege ich nicht weg. Man, er kann ihn zerreißen haben. Ein Gif, eine Dingens kann er noch haben. Ein Delirium, was nicht so toll wäre. Hat noch ein Delirium. Okay. Elf, Zwerg, Dryade. Freya-Seen. Priester. Na, ich denke nicht, dass er noch großartig sowas machen kann. Und so. Ja, hauen wir noch den Priester weg. Harmonie ist so leicht zu spielen teilweise, aber kann so viele Punkte machen. Und wir haben nicht mal wirklich, na okay, wir haben fast alle unsere guten Gold, aber wir haben nicht alle wirklich unsere tollen Karten gezogen. Ist das manchmal eigentlich vom Rang abhängig und ist das überhaupt irgendein Einfluss? Ja, haut er den noch weg. War sogar ein Morgt Dagur-Deck, ne? Also hätte wahrscheinlich ganz gerne am Ende die Kombo noch benutzt, aber ging nicht. Du machst als Harmonie, also im Vergleich zum Syndikat ist Harmonie eigentlich so ein Witz zu spielen, weil du bist so extrem von den Punkten her. Jede Karte, die du ausspielst, bufft jede andere Karte, die du ausspielst. Und es ist halt, du musst nicht unbedingt auf Münzen und sonstiges achten. Du haust einfach deine Karten aufs Feld und boom, hast du die Points. Okay. Step carefully. You're in my forest now. Finde ich lustig, dass Sigismund Dijkstra hier sich so selber drauf hat. Okay. Wenn das jetzt Kommando Elfenwatch können wir ablegen. Sapeur könnte ich sogar behalten, der kann ganz gut sein. Und dann habe ich eine Menge Elfen. Dragonier, ich behalte mal tatsächlich. Ich lege mal noch einmal die Bögen ab und ich lege noch ein Kommando ab. Die ziehe ich natürlich raus, aber die brauche ich auch nicht unbedingt. Ich fange mit dem Vendosnitz-Kommando an. Ich habe zwei Kommandos, ne? Da ist ein Mutantenhund. Ah, die fangen alle ganz gerne mit Gift an. Blue Mountains!
Schlimp. Grässlicher Mutantenhund. Dem werde ich seine Rüstung entfernen. To a lad like that, I can hit from 100 paces off. 200. Okay. Wenn ich keine Zetoru. Ich kann natürlich jetzt auch Etriel und Murilega benutzen. Oder erstmal Dragoon. Dragoon bringt mir. Ja, wegen Ignis Dragoon noch ganz gute Karte, ne? Ich glaube, ich würde sogar eine Toru benutzen, auch wenn ich dadurch jetzt einen Punkt weniger kriege. Und ich hole, glaube ich, sogar meinen Säbel raus, dass Elfenmoch aus dem Deck rauskommt. Die spitzohrigen Baumkuschler. Ich finde es schön, dass Elfen wieder spielbar sind, aber gleichzeitig sind auch Zwerge jetzt gar nicht mehr zu sehen, weil sie Zwerge jetzt halt genervt haben. Was ich ein bisschen schade finde, ne? Davor hatten wir die Zwerge, jetzt sieht man die Zwerge halt nicht mehr. So. Matahuri, zieht mir My Oak. Die beiden werde ich ablegen. Okilon-Wächter. Ich werde die sogar noch diese Runde mal ablegen. Okay, ich ziehe diesen Grin um Elaine nach. Das ist relativ toll. Ich werfe einen Offizier weg. Und ich spiele nächste Runde sogar noch meine Matahuri aus, damit ich noch meine Oak ziehe. Oder möchte ich das aufheben? Möchte ich noch eine etwas längere Runde? Ne, ich denke, ich werde Oak nächste Runde ziehen. How many sweet rolls could I get for a diamond? This dance. You will never forget. Ich überlege, ob ich noch meinen Dragoonier ablege. Aber der könnte mir helfen, dass ich seinen Furchtbringer bewegen kann. Also passe ich jetzt. Venosity ist noch eine Karte, die ich ganz gerne haben wollen würde. Und ansonsten vielleicht noch eine Vorhut. Oder einen Purify. Wobei... Er hat zwei Mutantenhunde schon raus. Ja, wobei er kann noch einmal vergiften, ne? Ist auf jeden Fall kein Raidea-Deck. Das heißt, er wird mit mir Gift spielen. Das heißt, ein Purify wäre auch keine schlechte Karte. Aber er wird sowieso bei uns nicht so viel finden. Wir haben noch eine Venosti. Okay. Prokylon-Wächter möchte ich nicht haben. Vorhut. Ich kann schlechter nachziehen. Ich kann wirklich schlechter nachziehen. Wir haben immerhin Last Say. Haben eine lange Runde und Isengrim und Jervin sorgen noch für ordentlich Punkte. Wir haben den Igni zum Ende hin. Und selbst ein Igni wird noch einen Furchtbringer wegnehmen können, was in Ordnung ist. Vielleicht kriegt sogar ein Igni mehr hin, wenn ich genug verschieben kann. Ah, danke für den Schneemann-Tipp. Ich vergesse den immer wieder. Schade. Ich finde es aber ganz nett, dass man den Schneemann kaputt machen kann mit diesen interaktiven Elementen, die man hat. You base your contention on erroneous assumptions. I was hoping you'd say that. Ich frage auch, bleibt eigentlich dieses Weihnachtsfeld, auch wenn dieses Event nicht mehr ist? Ich hoffe ja, weil ich finde das Weihnachtsfeld ganz schön. Vor allem mit den Schweinen, die hier diese Geweihe umhaben. Also ein Doppelspiel. Doppelgift, okay. Death can come. Where blood there's not. Ich vernichte mal Maral. Möchte ich Maral vernichten, der wird noch weitere Vergiftungskarten haben. Der wird auf jeden Fall noch ein Fistech oder so haben, ne? Ah, ich mache ihn trotzdem kaputt. Weil das heißt, dass er seine Vergiftung ausspielen muss. Da ist die Vergiftung. Aim between the eyes.
glaube sogar, ich werde mit Geralt irgendwie den Furchtbringer zerstören, wenn ich ihn kriege. Alles andere ist dann halt ein bisschen zu vage. Es sei denn, er spielt halt wirklich schlimmer aus. Philippa klaut sich die. Das ist nicht schlimm. Okay. Ha, es wäre sogar noch für mich möglich, eigentlich bessere Ziele hinzukriegen, ne? Könnte hinten ein paar Fünfer zusammenfügen. Aber ich muss halt immer mit dem Furchtbringer noch bewegen. Ich glaube, es ist sicher, also die sichere Option ist der Furchtbringer. Wenn ich es, ich muss es schnell genug merken, dass ich nichts anderes hinkriegen kann, kaputt zu machen. Falls er den überhaupt spielt, ne? Aber wenn nicht, habe ich sogar bessere Möglichkeiten. Ferko. Okay. Dass er den kaputt macht, ist gar nicht mal so verkehrt. Fergo würde mir auf jeden Fall am Ende noch helfen, meine Dryaden rauszukriegen, ohne dass ich ein bestimmtes Ziel dafür anschießen muss. Hätte den vielleicht Isengrim auch hinten ausspielen sollen, weil ich muss auch langsam für meine Ork vorbereiten. Da ist Madame. Pay in advance, lover man. No exceptions. Okay. Jetzt halt die Frage, was ich opfern will, ne? Ich könnte das nächste Runde, also wenn er nächste Runde in Zavola ausspielt, könnte ich relativ gute Punkte kriegen mit dem Verbrennen. Das heißt, ich werde tatsächlich doch mal Memory-Leger opfern. Einfach für den guten irgendwie, wenn jetzt ein Zavola kommt halt. Okay, da kommt der Zavola. Später ihn hinten, er spielt ihn hinten. So, dann kann ich den bewegen. Und wenn er jetzt hinten nichts Größeres hinspielt, kann ich hinten eine ganze Fünferreihe verbrennen. Ich habe zwei Schüsse. Die Dryaden bringen mir natürlich jetzt nicht so viele Punkte dann. Also ich kriege da nicht die extra 6 Punkte raus. Also die extra 8. Ich kriege extra 2, vielleicht sogar extra 4 Punkte. Aber ich werde nicht mehr hinkriegen. Nicht die 8 Punkte. Aber wenn ich dann mit einem Geralt irgendwie 9 Punkte mehr zum Verbrennen habe, ist das eigentlich umso besser für mich. Es sei denn, der boostet jetzt natürlich ein paar Karten mit einem Schmied voll hoch. Nein, es kommt ein Bossodi. We'll help one another. And both benefit. Kopfgeld. Kopfgeld ist böse mit Bossodi. Will ich erst den Bossodi vom Feld nehmen? Kostet mich zu viel, ne? Kostet mich zu viel, den Bossodi vom Feld zu nehmen. Ah, Yevon macht jetzt halt nur noch 2 Schaden. Das heißt, er ist eine 6-Punkte-Karte, was nicht so toll ist. Ich habe aber immer noch die Eiche. So, Savola ist raus, Bossodi ist raus. Da ist noch ein Caleb Menge. Watch yourselves, you'll never be safe. Gib dein Kopfgeld und schieß da. Also ich werde nächste Runde den Bossodi auf jeden Fall vernichten. Weil Graydon kann er nicht mehr auslösen. Oh, er wird noch einen Graydon haben wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich nehme ihm jetzt im Prinzip seinen letzten Spender weg.
So, Graydon macht zwar jetzt noch die kaputt, er könnte noch ein weiteres Kopfgeld setzen, aber er wird keine Punkte mehr generieren. So, Graydon kriegt halt auch keinen Boost, weil er hat dafür nicht genug Münzen. Graydon macht nochmal 10 Punkte. Das reicht aber nicht aus. Und der sitzt halt auf 8 Münzen auf dem Trockenen. Und wir haben jetzt schon gewonnen. Aber wie gesagt, das ist halt der Grund, warum ich mit dem Syndikat eigentlich immer ganz gerne versuche, in eine kurze Runde zu gehen gegen Squirt Hill, vor allem wenn es Elfen sind. Weil du gewinnst in der langen Runde einfach nicht. Gut, nicht jeder spielt einen Brand, aber selbst ein Artefakt hätte er wahrscheinlich nicht mehr so gut aufhalten können. Das ist das Ding. Elfen sind eigentlich gegen Syndikaten relativ gut. Vor allem, weil wir auch nur so viele kleinere Einheiten haben. Ne? Graydon hat unglaublich guten Tall-Removal. Moritz hat unglaublich guten Tall-Removal. Aber wir spielen halt einfach keine unglaublich Tall-Einheiten. Ne? Ein Isengrim ist vielleicht das Tollste, was wir noch mit einer Eiche haben. Aber ansonsten bringen unsere Karten halt auch nur so 5 Punkte aufs Feld. Elfen. Die sind momentan extrem beliebt. Okay, jetzt haben wir eine relativ gute Starthand zum Pushen. Haben sogar eine Artefaktzerstörung. Falls er mit Artefakt spielt. Wie gesagt, das weiß man tatsächlich nie so wirklich. Ich glaube, ich möchte sogar noch eine Garkin rausnehmen. Ich lege, ob ich nie vorher vielleicht rauspacke. Ja, wobei, gut, eben, er wäre eben eine gute Karte gewesen, ne? Das ist halt dann noch nicht wirklich so verkehrt. Halbelfischer Jäger. Ich glaube fast sogar, er spielt mehr mit Igni. Oder er spielt auch, naja, spielt er die Raidea-Variante? Ich weiß es nicht. Benutzt 2 Anführerfähigkeiten für eine Fallenkarte, okay. Das ist nicht mal wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Swords I smile at, weapons laugh to scorn. Ich glaube, ich spiele aber sogar hinten. So, nächste Runde Krötenprinz, Fechtmeisterin fressen. Verteidiger ist gegen alles, was nicht läutern, also was die nicht wegläutern kann, dann in dem Fall OP, ne? Das ist nicht schlimm. Holt er sich noch Elf Moach raus? Ja, tut er. I shall not fail. Humans to the sea. Blutgelage oder die Königin der Nacht sind halt Möglichkeiten zum Läutern. Nur die Sache ist halt, ob der Gegner wirklich einen Verteidiger spielt. Selbst in Harmonie sieht man nicht mehr allzu viele Verteidiger. Ein Sapeur. Erst Katakan oder erst Goliath? Hitzewelle bringt mir natürlich auch nicht so viel gegen die, ne? Ich spiele trotzdem, glaube ich, erstmal einen Katakan. Ein Goliath hätte mir nicht mehr genug Punkte gebracht. Das ist Yevon. Okay, Yevon ist raus. Das heißt, seine extrem starken Angriffskarten sind damit auch so ein bisschen raus. Dann kann ich einen Yigen spielen. Der reicht nämlich jetzt von den Punkten, um ihn zu übertrumpfen. Kann natürlich immer noch einen Isengrim haben. Der wird noch natürlich noch massiv Punkte machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass er eher mit dem Artefakt noch spielt.
3D, ja. Okay, dann wird er mit seinen... Dann wird er höchstwahrscheinlich mit Dingens spielen, mit seinem Szenario, wenn er Redea spielt. Weil damit kann man dann die Elfen in einer Runde sofortig auslösen, zweimalig. Das heißt, ich behalte mir auf jeden Fall mein Nifal. Redea wird jetzt das Ziel für meine Welle. Komme ich da noch ran? Hitzewelle bringt mir 8 Punkte. Damit komme ich dann insgesamt auf 46. Könige der Nacht würde mir dann noch 6 Punkte bringen. Das heißt, ich würde damit nur auf 51 kommen. Ich müsste die Königin der Nacht jetzt schon ausspielen. Your blood smells sweet. Die wird mir noch. Ich liege jetzt 10 Punkte hinten. Er verliert noch einen Punkt. Das heißt, ich müsste noch eine Anführerfähigkeit Blutung setzen. Oder? Ne, er verliert 2 Punkte noch mit durch die Blutung dann. 2 durch ihre DR. Das heißt, ich müsste nur eine Blutung setzen mit dem Anführer. Jetzt möchte ich ganz gerne eigentlich bluten, aber es wird auch nicht so leicht sein, gegen Elfen zu bluten. Vor allem, wenn es dieses Radea-Deck ist. Schneemann. Ich vergesse immer wieder den Schneemann. Okay. Wir legen unsere Blutungskarten ab. Ruxa, Garkin. Kommt eh kein Geschenk raus. Und ich fange tatsächlich mal mit dem Höhlentroll an. Er hat totstellen. Jetzt kommt Nifal als voller Einsatz. Salavatra. Salavatra. Habe ich eine hohe Chance, Orianna zu ziehen? Ja, habe ich sogar. Ist die gepanzerte Krabbspinne besser? Ich denke, ich benimm die gepanzerte Krabbspinne und werde in der nächsten Runde passen. Weil so komme ich nicht in den Igni-Bereich rein. Verliere jetzt jede Runde noch einen Punkt. Kommt auch nicht an meine Angriffskarten ran, solange ich den Defender habe. Er benutzt sogar seine Anführerfähigkeit. Okay, jetzt hätte ich vielleicht doch ganz gerne die Orianna noch gehabt. Er hat noch eine weitere von denen auf der Hand. Okay, das ist interessant. Ich setze mal doch sogar noch eine weitere Blutung, dass er noch weitere... Möchte ich noch eine weitere Blutung setzen? Was ist, wenn er Eiche hat? Eiche bringt ihm wie viel? 12 Punkte, ne? Das heißt, da werden die Blutungen auch nicht wirklich viel ausrichten. Er hat aber auf jeden Fall noch eine Brokkilon-Wächterin auf der Hand. Ich behalte die sogar mal so. Wobei, ne, eine Eiche bringt ihm nur 10 Punkte, ne? Dann hätte ich, glaube ich, noch eine weitere Blutung setzen müssen. Ne, 12. Kann ihm 12 Punkte bringen. Er kann auch einfach boosten. Muss er nicht angreifen mit der Oak. Ich hätte voll durchziehen können. Es reicht sogar aus mit voll durchziehen, oder? Nee, ist Murilega, den er noch hat. Hat er echt schon einen Brooklyn-Wächter ausgespielt? Ach nee, er spielt ja Raidea. Er darf ja gar nicht. Er darf ja gar nicht mehr als eine Wächterin im Deck haben. Ich bin auch ein Horst. Okay. Aber wir haben immer noch Orianna. Wir haben einen Donner und wir haben noch eine Bruxa. Das Biest. Zum Schluss für 6 Punkte. Oswill hätte ich furchtbar gerne, ne? Oswill oder Giel? Giel.
Matter Huri gefällt mir auch tatsächlich ganz gut. Bitte eine Bruxa. Oh, ich zieh die Bruxa wieder, das ist gut. Damit kriege ich wenigstens noch ein bisschen Gedeihen raus. Und nächste Runde mit Orianna noch relativ gut Blutung. Das Etriel mit seinem 3 Schaden. I'm no mere huntress. I'm a predator. Die wird zwar nicht mehr ganz durchticken, die Blutung, aber wir kriegen trotzdem noch gut Punkte. Bestie kann ich jetzt nächstes. Das Problem ist nur, ich werde, wenn Nossiel, wenn Nossiel sind auch nochmal Hartpunkte für ihn. Ich krieg nochmal 4 Punkte. Verliert nochmal 2. Jeel ist nochmal 8 Punkte wert. Das ist seine letzte Karte, eine Eiche. Eiche, oder hat er Venossil damit? Ne, er hat Eiche gezogen. Ah, Eiche reicht aus. Oder? Es reicht um einen Punkt, weil ich die Blutung vernichten musste. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Ha, Vampire. Knifflig. From our lands bring we medicines rare. Exotic delicacy. And of course, war's dreadful tools. What some to steal seek, others by force make may. Yet to their dismay, all our wares yours too can be, for a price.